Liebe Leute, hello people. Ich versuche dieses Video auf Englisch und Deutsch zu machen. I'm doing it in English and German, this video. And at first I want to show you what I bought. Also ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Tater Tots, Kroketten, Gratin, Käse, Cheese, Hackfleisch, Champignon-Soup, Mix, Green Beans, grüne Bohnen, and I have stuff too. Pepper, Salt, then I have some Chilies, ein paar Chilies für die Männer. Außerdem mag ich es gerne scharf, schärfer. I do like it a little bit spicier. So, let's start. We are starting with the soup, the champignon soup, and the meat. Ich habe vergessen, euch die Zwiebeln zu zeigen. I forgot to show you the onions. I won't do the onions with the meat in the pan. I'm going to cut them and do them freshly all over the meat. So, let's start with the meat. We put some oil. Machen ein bisschen Öl in der Pfanne and doing the Champignon Soup parallel dazu. Die Champignon Soup. Genau. Let's start. Oil and water for the soup and for the meat. Then turning it on. So, ich habe das Pulver da reingekippt und das Fleisch dahin. Mit dem verrühre ich das Pulver. Und mit dem das Fleisch. So, I'm going to do the meat and the soup. So. I did put a little bit more water in it, because I need more sauce. Ich habe ein bisschen mehr Wasser reingepackt, weil ich mehr Soße brauche. So. And then we have our meat. Brown already, cooking. Das Fleisch brät ganz gut. Und jetzt wollen wir es ein bisschen würzen. Now we are going to season it. Pepper, garlic, salt. And then I have Hackfleischgewürz. This is special in Germany. Maybe you have this too. As much as you like, just put it in. After the seasoning and mixing, you turn both off. Nachdem ihr alles gemixt habt, gewürzt habt das Fleisch und das Fleisch auch gut angebraten aussieht, macht ihr beides aus und stellt es erstmal zum Abkühlen, for cool down, put it beside. Als nächstes bereite ich die Auflaufform vor. So the next I'm doing putting them and making some fat inside it. Und ich fette die mit Margarine. Ihr könnt aber auch Öl nutzen oder Butter oder was auch immer ihr eigentlich immer nutzt. Ich mag gerne Margarine. Genau. You can do butter or something. Whatever you like. This is how it looks. So sieht es dann aus, nachdem ihr es eingefettet habt. Und jetzt könnt ihr das Fleisch nehmen und dann reinlegen auf die unterste Schicht. The meat will be the first layer of the tater tot casserole. So, this is how it looks. Now I am cutting the onion. Nachdem das so aussieht, fange ich an, mit die Zwiebel zu schneiden. So, this is how it looks after I cut the onion. I like to use fresh onions, because I just love them fresh and I eat them like this also. You also can make the onion with the meat in the pan. Yeah, I decided to do it like this. Then I'm doing the beans and the mix. As you can see what there is. I'm doing them over
with this one. So I can get rid of the water inside them and just put the vegetables into the pans. So. Nochmal. So sieht es aus, wenn man die Zwiebeln verteilt hat. Ich habe mich jetzt doch entschieden, nur eine Zwiebel zu nehmen. Was ich jetzt mache, ist die grünen Bohnen und den Gemüsemix über dem Waschbecken zu leeren, damit das Wasser gut abfließen kann, damit ich nur das Gemüse habe. Ich habe die Bohnen jetzt geöffnet und dann langsam da rein. Shake'em, shake'em, schütteln, schütteln, damit das Wasser abgeht. Und danach verteilen wir die Bohnen da und da rein. So sieht es dann aus. Und dann same, same, not different. Dieses hier da rein. Genau. Einfach öffnen. Why do you always need two hands to open those? Und dann da rein. One. And two. Two small ones. Dann sieht es so aus. Und jetzt komme ich zu den Chilis. Now I'm doing pepperoni. You don't need to. Ihr braucht es nicht, nur wenn ihr es mögt. Ich wasche sie, ich schneide die Schwänzchen ab. I cut off the brand. These things. And wash it. So sieht es dann aus. So this is how it looks. I cut the pepperonis and put them into one bowl. Ich habe die Pepperonis nur in eine Auflaufform gemacht. Ich habe mir gedacht, dass ich diese Auflaufform einem Nachbarn bringe. Einfach mal eine gute Tat am Tag und ich hoffe, ihr macht die auch. Genau, und diese behalte ich für mich. So this bowl I'm gonna keep and this small one I'm going to bring to a neighbor. Because I always believe into doing something good for others and everyone is happy to have something to eat. And I don't know whether the neighbor likes a little bit pepperoni, so I'm going to care for him better. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob der Nachbar Pepperonis mag oder ob es Kinder essen oder sowas. Ja. Als weiteres werde ich Pfeffer und Salz benutzen. So, I do pepper and salt all over it. And then I'm doing the cheese. Also, ich habe es jetzt gepfeffert und gesalzen. Salz und Pfeffer. Und jetzt nehme ich die Soße, die Champignon Sauce. After seasoning it, Champignon Sauce. Some Champignon Cream Soup. And pull it all over. You have to look, so it's like just a little bit for every both of them. You don't need to fully full it. Yes. So I'm doing it this now. Die Suppe drüber gegossen. I put the soup, the champignon soup, all over it. And then now we are coming to the cheese. Jetzt packe ich den Käse drauf. Überall. So, dann haben wir den Schritt auch geschafft. So, this is how it looks. Jetzt kommen da drauf noch die Kroketten. At the top you're going to put the tater tots. So, als erstes müsst ihr umdrehen und gucken, was ihr braucht. Hier Backofen, Umluft, Ober-Unterhitze, was auch immer da drauf steht. Dann müsst ihr euren Ofen anmachen. So, und ich mache erstmal auf 200 Grad vorheizen, to heat it up. So, like what stands there? Yes. Oh, this is how it looks. I put the tater tots on top. So sieht's aus. Ich habe die Kroketten einfach oben drauf gepackt. Und dann schiebt ihr alles in den Ofen. Und ich würde es... Ja, 40 Minuten drinnen lassen, aber ihr könnt gucken, wann die einfach braun werden, wann die gut schon aussehen. Weil ihr könnt die ja nicht wenden, dann müsst ihr halt ein bisschen länger die drin lassen, als das, was auf der Packung steht. For the English people, do what is on the information on your tater tots
thing, or do like 40 minutes or something. Just do whatever you like. Just look so they don't get burned. Genau, ich hatte ein bisschen weniger, deswegen habe ich hier so viel Freiraum. Ihr könnt ja noch ein bisschen mehr reinpacken. Ja, warum habe ich zwei gemacht? Das ist für euch auch wichtig. Ihr könnt auch zwei machen und dann könnt ihr eine irgendwem bringen, einfach damit ihr euch gut fühlt. For the English people, why did I two? Because, like I already said, do someone something good. Just bring someone something to eat. They wanna like you, like it. They gonna like you and they gonna do you something good back. Yeah, so is life. Do something great. I hope you liked it. Ich hoffe, ihr mochtet es. Subscribed, abonniert mich. Ja, please follow. Bye bye. Tschüss. A clean kitchen. Eine saubere Küche. Und tada! Waiting, waiting.